So, hallo zusammen. Herzlich willkommen. Ich habe überhaupt alles richtig eingeblendet hier. Lass mal gucken. Da fehlt doch noch was. Naja, wie auch immer. Wird schon funktionieren, sage ich immer. Wird schon funktionieren. So, aber Chatfensterchen ist nicht verkehrt. Ja, haben wir. Gut. Sieht halbwegs gut aus. Ja, ich habe die letzten Wochenenden, ich glaube die letzten beiden Wochenenden, nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen streamen können. Deswegen muss ich mich jetzt gerade mal ein bisschen einfinden hier. Also Livestream meine ich, ne? Also ich war in den letzten Wochen sozusagen als Einstieg reichlich beschäftigt, durchaus auch schachlich, ja. Denn vor, ich glaube jetzt 10 Tagen, ne? Ja, der Bot im Chat blendet es dankenswerterweise ein, beschäftigt mit frisch aus der Feder, ne? Also das lange angekündigte und noch länger in Arbeit befindliche Buch über die pseudoskandinavische Verteidigung ist raus. Findet ihr auf meiner Website moritex.de. Den Link habe ich ja oben im Chat immer angeheftet, wenn es interessiert, ne? Und das hat ein bisschen Arbeit gekostet. Hallo Danger Seeker, schön, dass du da bist. Ja, wird hoffentlich funktionieren. Ja, letztes Mal gab es echt technische Probleme auch, ne? Also beim letzten Mal gab es technische Probleme, die vermutlich mit irgendeiner Störung bei meinem Internetprovider, ne, der mit V anfängt, mehr sage ich nicht, wohl zu tun hatten. Und ich hoffe, dass das diesmal etwas reibungsloser läuft. Ehe ich auf den Spielen-Button tippe, gucke ich auch noch mal so ein bisschen ins technische Fenster rein und da zeigt er mir gerade nicht so viel. Wieso zeigt er da nichts? Also die aktuelle Sitzung läuft, aber das Kontrollfenster zeigt mir nichts. Das ist ja mehr als ungewöhnlich. Kann mich einer sehen? Danger Seeker, kannst du mich sehen und hören? Ja, so als, ja, hallo Toulouse. Ja, gut, also wenn ihr im Chat mich seht, ich hätte fast gesagt, dann ist es mir ja ziemlich egal, was das Kontrollfenster sagt, ne? Aber die Stream-Vorschau, die sagt, ja, danke, danke Danger Seeker. Die Stream-Vorschau, die sagt mir gerade, gibt keine. Also komisch, ne? Ich klicke mal hier auf Aktualisieren, weil ich meine, das Wichtigste ist ja, dass ihr mich seht. Das ist schon richtig. Aber ja, man muss einmal auf Aktualisieren klicken und dann, also die Technik, ne? Da sagt noch mal einer künstliche Intelligenz, ne? Es ist alles kuckelos. Es ist alles kuckelos. Ja, vielleicht auch nicht. Aber ein bisschen schon, ne? Ein bisschen schon. Gut. Aber künstliche Intelligenz interessiert uns jetzt ja gar nicht. Uns interessiert ja die eigene. Naja, Intelligenz, wie soll ich sagen? Aber zumindest das eigene Tun, das eigene schachliche Tun. Und deswegen klicken wir hier schon mal auf den Button, weil ne, bei 15 plus 10 kann es ja, ich wollte gerade sagen, kann es ein bisschen dauern. Pustekuchen. Kann überhaupt nicht dauern. Da ist er schon, der erste Gegner. MiG-2580 aus dem schönen, ist doch China, ne? Die Flagge. Munteres Flaggerad mit Moritex. Ja, genau, aus dem munteren China. Und wer es wissen will, und ihr wollt das ja alle wissen, unser weiß spielender Gegner aus dem schönen China hat eine Schnellschach-Elo, ein Online-Rating hier von 2244. Das ist erstens schon mal sehr viel. Und zweitens so eine schöne Zahl, ne? 2244, ne? Also die beiden letzten Ziffern sind das Doppelte von den beiden ersten Ziffern, ne? Habe ich auch mal gerne, ne? Also ein bisschen so Zahlenspielchen. Aber das wird sich nicht lange halten, weil, ne, egal was wir jetzt spielen, Gewinn, Niederlage oder Verlust, das Rating unseres Gegners wird sich ändern, ne? In die eine oder andere Richtung und wird dementsprechend dann auch nicht mehr bei 2244 verbleiben, ne? Ja, also wir sind inzwischen, das ist kein guter Zug. Wir sind ja inzwischen auf 22,83. Ne? Also ich habe tatsächlich hier 39 Ratingpunkte mehr als dieser Monsterspieler. Was einfach daran liegt, dass ich auch in den letzten 2, 3 Wochen wenig Zeit hatte zu streamen beim Schachspielen. Aber dann immer mal so zwischendurch so eine Partie so gespielt habe, ne? Wo es gerade zeitlich passte. Für so eine kürzere Partie wollte ich den Stream da nicht anwerfen. Und die sind gut gegangen, ja. Und ja, wenn du dann 5, 6 Partien so über 2, 3 Wochen spielst und da sehr gute Ergebnisse erzielst, dann hast du auf einmal 30, 40 Ratingpunkte mehr, ne? Naja, also ist das,
Highest ever, ne, was ich im Moment habe, aber das wird nicht lange bleiben. Wahrscheinlich eben jetzt schon, ne, an diesem Wochenende wieder runterfallen, aber es macht ja nichts, ne? Wenn man halt mal über 2280 Punkte hat, dann fällt man ja nicht so schnell wieder auf 2100 runter, ne? Also 180 Punkte verlieren, da muss schon was passieren. So, und warum war der Zug, ich sagte, Springer C3 nicht so gut von den drei möglichen Zügen, die Weiß eben hatte, auf das Läuferschach B4? Naja, weil Schwarz einfach jetzt so schlagen kann direkt. Gibt das Läuferpaar auf, ja. Also, hallo Psyduck, schön, dass du da bist. Also als Patensohn von Simon Williams darf man sowas natürlich nicht spielen, ne? Aber bin ich ja nicht. Und wenn man das mit dem Läuferpaar mal nicht so wichtig nimmt, dann hat hier Weiß eben auf lange Sicht einen wirklich unschönen Doppelbauern. Ne? Einen wirklich unschönen Doppelbauern. Ne? Ah, Toulouse fragt, ob unser Team noch in dem internationalen Turnier vertreten ist. Nein, denn das Turnier hat sozusagen seine Gruppenphase beendet gehabt, ich glaube Ende April. Und wir sind Zweiter geworden, wenn ich mich recht entsinne. Steht aber alles noch auf meiner, muss ich meine eigene Website nochmal lesen. Wir sind in der Vorrunde Zweiter geworden. Der Erste kam weiter aus jeder Gruppe und die besten Zweiten. Und da waren wir unter den besten Zweiten nicht dabei. Ihr kennt das vom Fußball, ne? Bei Fußball-Weltmeisterschaft kommen ja immer die ersten beiden weiter. Oder jetzt auch bei der EM. Kommen wir ja näher. Bei der EM ist, glaube ich, das Regelwerk so. In der Vorrunde Vierergruppen, die ersten beiden kommen weiter und die besten Dritten. Also ich glaube sogar die sechs besten Dritten von aus acht Gruppen, also fast jeder. Ne? Das war hier nicht so. Ne? Das war die World Chess League Live. Da kam wirklich nur, was hatten wir? Achtergruppen. Der Erste kam weiter und von den ganzen Gruppen kamen also weniger, glaube ich, als die Hälfte der besten Zweiten weiter. Und da waren wir nicht drunter. Aber die nächste Liga ist schon angekündigt. Ne? Die Saison 24-25 wird, ich glaube, das werde ich aber noch verkünden, im September laufen. Wir sind dabei und also die Feuervögel, ne? Unser Chess.com-Club, die Feuervögel ist wieder dabei. Und es wird das Turnier wird dann als Schweizer Systemturnier gespielt. Also alle Mannschaften in einem großen Turnier und ich glaube 11 oder 12 Runden Schweizer System. Ne? Das wird geil. Ne? Habe ich das auf Discord noch nicht bekannt gegeben? Ja, muss ich das noch machen. Danke, Psyduck, muss ich noch machen. Ist auch noch ein Weilchen hin. So, jetzt ist bei der Stellung hier die Frage immer für Schwarz, spielen wir F5 oder spielen wir nicht F5? Also jetzt oder später. Ne? Aber wenn man jetzt Springer F6 spielt, ne, dann hat man sich von F5 verabschiedet. Also das ist eigentlich das Angesagte, das Ruhigere, sagen wir mal so. Ne? Das Ruhigere. Und dann spielen wir mal Springer F6. Wo man ein bisschen Auge drauf haben muss. Erst ziehen, dann reden. Ja, klappt nicht immer. Ein bisschen Auge drauf haben muss hier auf so einen, auf den Vorstoß C4, C5, um mit Gewalt sich des Doppelbauern zu entledigen. Denn auf Dauer ist das Ding echt ein Problem. Ne? Auf Dauer, wenn Weiß eben nicht jetzt im Mittelspiel deutlich Pluspunkte macht und die Partie quasi vor dem Endspiel für sich entscheidet, ist es im Endspiel schon eher ein Punkt, wo man sagt, okay, wenn man das Endspiel in diesem Stellungstyp erreicht, dann spielt Weiß ums Remis, was dann auch gelingen kann, aber dann spielt Weiß nicht mehr auf Gewinn. Wegen dieser beiden und auch wegen dieses Kameraden hier, ne? Den darf man auch nicht vergessen. Also, dass der nicht gut ist, ne? Darf man nicht vergessen. So, mir fehlt in meiner Anzeige hier allerdings noch so ein kleiner Blick auf. Ja, das kriege ich jetzt glaube ich nicht hin. Auf eine kleine Anzeige. Ja, mache ich auf dem Weg. Ja. Der Moritex, der nuschelt wieder vor sich hin. Alles halb so wild. F3. Was will er denn da? Der G4 spielen? Na ja, gut. Oh, so hoch hier mal, ne? Kurz. Also man will hier eigentlich nicht unbedingt lang rochieren, ne? Mit Schwarz. Weiß will aber eigentlich auch nicht unbedingt lang rochieren, ne? Wir werden uns gleich auf den weißen Feldern schwächen, aber wir haben ja noch einen weißfeldigen Läufer. Ne? Und zwar wird man gleich sowas hier spielen, ne? B6. Vielleicht sogar jetzt schon. Und der hier. Ja, aber man stellt sich jetzt mal B6 vor, dann passiert hier nämlich gar nichts mehr. Ne? Und der hier, der will vielleicht über D7 auch nach C5. Und dann kommt vielleicht hinterher doch noch F5. Ne? Also erstmal spielen wir B6. Das kann auch ein bisschen A4 provozieren.
Und dann spielen wir A5. Ne? Warum ist A4 eine Provokation? Naja, auf A4 würde der weiße A-Bauer schlechter stehen als auf A2, weil dann ist er näher in der Reichweite. Dann kann man ihn leichter angreifen. Dann kann man ihn tatsächlich leichter angreifen. Den Kaffee nicht vergessen dabei. Ne? Also, wie hat Danger Seeker gesagt, erst ziehen, dann reden, aber vor allen Dingen zuerst Kaffee. Ja? Ah ja, ich hatte in den letzten Tagen auch eine nette Kaffeehausschachpartie. Ne? Also manchmal spiele ich auch unanständige Sachen wie Blitz, so vereinzelt. Ne? Aber da auch dann wirklich nur als, also mit Inkrement, ne? Mit Inkrement, keine Frage. Und da kommen dann manchmal so Kaffeehausschachpartien bei raus, ne? Die nenne ich dann so. Ne? Ja, Skandal, Psydak, Skandal. Aber also mit Inkrement, also mindestens 2 Sekunden Inkrement, da ist Blitz durchaus noch ein bisschen Schach. Und wenn man es dann eben nicht so ernst nimmt, dann kann so romantisches Schach, so Kaffeehausschachpartien können da wirklich bei entstehen. Und dafür habe ich ja eine kleine eigene Playlist auf meinem YouTube-Kanal. Ne? Gut, da muss man auch Mitglied im Kaffeekassenclub werden. Aber dann gibt's da extra kleine Videos, länger. Also für meine Verhältnisse kurz, ne, halbes Stündchen, wo ich solche Kaffeehausschachpartien dann vorstelle. So, das ist aber gar kein Kaffeehaus, das ist jetzt hier wirklich ganz was anderes. Und ich überlege jetzt vielleicht sogar noch A5 zu spielen, um mich vielleicht sogar zu A4 zu provozieren. Ne? Und ansonsten wäre dann das und das das Thema. Ja? Aber vielleicht lassen wir doch auf A7 stehen und spielen erst Springer E7. Weil, also er muss dann schon vielleicht möglicherweise mit Läufer A3 den da abtauschen. Ne? Und dann nimmst du mit B6 schlägt zu 5 zurück. Dann kannst du sagen, ja, ist ja auch ein Doppelbauern. Ne? Ja, aber der andere ist schwächer. Ein bisschen. Ne? Oder man spielt jetzt, aber also Läufer D7 macht eigentlich keinen Sinn, wenn der Springer von D7 nach C5 soll. Ne? Der hier will noch gar nicht zwingend nach. Natürlich ist das auch eine Idee. Springer G6, Springer H5, ne, Springer F4. Aber eigentlich ist mir das und das, ich meine, das greift dann auch den hier an. Man kann sagen, ja, der ist ja eh nicht so gut. Ne? Also der kann man sagen, hier der Läufer auf D3, den könnte man zum schlechten Läufer erklären, weil hier die Bauern auf weißen Feldern stehen. Ne? Deswegen könnte man sagen, naja, warum willst du ihn abtauschen? Naja, wenn der hier verschwindet, ne? Nehmen wir an das und das, ups, nicht den Fall, sondern den hier, das und das und dann tauscht man den ab. Dann ist ja wiederum der Bauer C4 ne? Schwach. Den kriegst du ja dann nur mit der Dame gedeckt, wenn die auf D3 zurücksteht. Oder der Springer müsste nach B2 oder nach D2. Also vielleicht spielen wir mal die Idee. Vielleicht spielen wir jetzt mal die Idee. Hallo Veganer, schön, dass du da bist. Also das ist jetzt im Moment eher so ein bisschen positionelles Schach, ne? Statt wilden Taktiken. Da gibt es auch noch kein Buch zu. Von wegen frisch aus der Feder, ne? Wird's aber auch geben. Ob in diesem Jahr noch, weiß ich nicht. Ich habe eine gewisse Reihenfolge in dem, was ich in diesem Sommer noch schriftlich von mir geben will. Psydak fragt, was heißt positionell? Man unterscheidet im Schach zwischen Positionsspiel, positionellen Aspekten einer Stellung und taktischem Spiel und Taktiken. Ja? Taktik sind ja, Fallen, Springergabel, Kombinationen, Opferangriffe. Taktiken sind eher kurzfristig. Es gibt natürlich auch Leute, die sehen einen Matt in 10 Zügen. Ich sehe das nicht. Aber Taktiken sind eher kurzfristig und positionelle Aspekte einer Stellung sind langfristig. Also positionelles Thema ist das hier. Dieser Doppelbauer und auch dieser Isolani ist auf lange Sicht, also das ist ein positionelles Merkmal der Stellung, das sich auf lange Sicht auswirken kann. Es kann sein, dass da eine Taktik irgendwann greift, die dieses positionelle Motiv ausnutzt. Oder ein positioneller Aspekt ist auch
hier weißfältige Schwächen von Schwarz am Damenflügel, die definitiv da sind. Ja, das sind positionelle Aspekte, die sich auf längere Sicht auswirken. Meistens ist alles, was mit der Bauernstruktur hat, eher was Positionelles. Ne? Also super, Ritschi, schön, dass du da bist. Ja, ich versuche auch wieder ein bisschen regelmäßiger am Wochenende zu streamen, wobei es bei mir ja meistens sonntags ist. Ne? Samstags ist auch schon eher seltener. Aber ey, ich habe was ganz Tollkühnes eigentlich für dieses Pfingstwochenende vor. Eigentlich will ich also heute Mittag ein bisschen streamen, ne? Also bis die Bundesliga anfängt zu spielen. Und vielleicht sogar morgen Mittag auch, also an zwei Tagen. Ne? Und Pfingstmontag ist ein Feiertag, also man ahnt es ja nicht. Ne? Für diejenigen, die aber auch auf ein Feuervogelturnier scharf sind, ne? da sei der Tipp gegeben, die Empfehlung gegeben, morgen Sonntag, 17.30 Uhr, gibt es ein Schnellschachturnier hier auf chess.com von unserem Feuervogelclub. Gar nicht lang, ne? Da müsst ihr also nicht den Rest des Sonntags für blocken. 17.30 Uhr im Spätnachmittag geht's los. 4 Runden werden gespielt mit 10 plus 5. Also normalerweise dauert das dann nicht länger als gut anderthalb Stunden. Und es gibt ein paar Preise zu gewinnen auch. Ne? Einfach mal auf der Clubseite unseres Feuervogelclubs auf chess.com nachgucken. Oder auf meiner Website, da gibt es auch einen kleinen Turnierkalender. Habt ihr dann direkt den Link dahin. Also ne, wer Lust hat, ne, mitspielen, macht immer Spaß. Ne? Vielen Dank, Toulouse. Freue mich auch, dass du da bist. So, und jetzt fängt da unser Weißgegner natürlich, also nicht jetzt erst an zu denken, ja, aber er denkt jetzt positionell, ne? Er überlegt jetzt, was er macht. Ne? Also Königsangriff starten. Die Entwicklung ist ja fast abgeschlossen. Ja, da kommt A4, ne? Ja, und auf A4 müsst ihr gar nicht lange überlegen, da müsst ihr A5 spielen. Warum? Sonst tut er es. Er spielt A4 mit der Absicht, auch A5 zu spielen und seinen isolierten A-Bauern abzutauschen. Ne? Und das darf man nicht zulassen. So, aber wenn man jetzt mit Schwarz A5 gespielt hat, wie ich das A-Tempo getan habe, naja, ich sag's mal so, dann stellt sich jetzt für Weiß die Frage, kann ich den A-Bauern wieder zurückziehen? Also jetzt hätte er ihn lieber wieder auf A2 stehen, aber zurückziehen kann man Bauern im Schach nicht. Ne? Weil, naja, jetzt ist auch tatsächlich dieser Bauer auch ein Angriffsziel. Ne? Machen wir mal ein paar Züge, einfach ohne, dass der Gegner welche machen darf. Ne? Dame E8, Springer C5, Läufer D7. So. Ne? Dann gucken drei Figuren auf dem Bauern A4, ne? Der im Moment nur so gedeckt ist. Ne? Da müsste schon Läufer C2 den wahrscheinlich mitdecken. Ne? Und die Dame dürfte sich von der Diagonale nicht entfernen und der Turm auch nicht. Ne? Ja, Psydak fragt, ob in dieser Stellung die Springer besser sind als die Läufer. Also, ich sag's mal so, Schachbundestrainer, das ist schon ein Problem, glaube ich, ne? Jan Gustafsson würde sagen, es gibt überhaupt gar keine Stellung, wo die Springer besser sind als die Läufer. Das sagt er heute noch, aber vor allen Dingen, als er noch jung war, ne? Der Jan Gustafsson, der ist immer noch jung, ist ein Berufsjung. Der ist berufsjugendlich. Aber der er streamt ja auch, deswegen, ne, kennt ihr den wahrscheinlich auch. Also wie gesagt, das ist Jan Gustafsson, Schachgroßmeister, Bundestrainer, ne, im Moment. Die wechseln öfter die Bundestrainer im Schach als im Fußball, muss man eigentlich dazu sagen. Er war auch schon Sekundant von Magnus Carlsen, ne, beim Weltmeisterschaftskampf. Ne? Also der kann nicht nur Schach spielen, der kann offensichtlich auch erklären. Aber das wissen wir ja alle, die wir seine tollen Streams ja auch sehen. Also ich mag ihn sehr. Aber der hat schon in jungen Jahren auch Videos für Chessbase gemacht, ganz entspannt, ganz locker. Und da hat er auch seinen Zuschauern eingebläut. Vergessen wir nie, Läufer sind stärker als Springer. Ich sehe das ein bisschen anders. Und Psyder hat natürlich völlig recht. Es gibt, und das weiß Jan Gustafsson natürlich auch, es gibt Stellungen, da sind die Springer zumindest nicht schlechter als die Läufer. Da würde Jan Gustafsson zustimmen. Ob er zustimmen würde, dass es auch Stellungen gibt, in denen sie tatsächlich besser sind, die Springer, als die Läufer. Also, wenn eine Springergabel da ist, ja. Ja, aber alles unterhalb einer Springergabel, ich glaube, da würde er sagen, eher nicht. Ne? So, wir bringen jetzt unseren Springer nach C5, falls es einfach geht. Ja? Und er überlegt jetzt, ob er nicht vielleicht dann doch auch mal gezwungen ist, seinen schwarzfeldigen Läufer, der ja eigentlich sehr gut ist, dagegen abzutauschen. Stattdessen versucht er das. Das weiß ich jetzt nicht, ob das so gut ist. Gut, er hat hier was aufgebaut, ja, auf H7. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie hier schlägt, dann könnte er schon rechnen, sowas zu machen. Ne? Auf der anderen Seite, der fällt dann immer. Ne? Ja, also da...
da überlege ich jetzt ernsthaft, den wirklich wegzuschlagen. Den muss er dann schon zurücknehmen. Dann könnte ich mir überlegen, hier zu schlagen. Schlägt er mit dem Springer zurück. Dann vielleicht sogar Springer G6, um den Springer nach E5 zu bringen. Wenn man jetzt schon den spielt, dann kann er den vorziehen und vielleicht sogar noch F7, F6. Das fände ich jetzt wahrscheinlich nicht so prickelnd. Aber den jetzt. Weil ich sag mal, für ein Endspiel bleibt das hier so schlecht, dass in einem Endspiel Weiß zumindest nicht meines Erachtens auf Gewinn spielen kann. Ne? Sag ich mal. Ja, und jetzt spielen wir. Und solange der hier steht, ist das ein Rückständiger, ne? Bauer. Ja, mal schon gucken, dass er den irgendwie vorkriegt. Die Frage ist aber wie, ne? Und wenn wir den Läufer hier hinstellen, dann muss immer irgendjemand, im Moment tut es der Turm A1, den decken. Na, beißt die Maus keinen Faden ab. Ja, wir haben hier eine halboffene F-Linie zu beachten. Deswegen ist ja das vielleicht nicht so prickelnd. Aber was ist denn jetzt gegen... gegen Dame E7 zu sagen? Ja, dann anschließend den. Ja, und dann vielleicht den Turm hier rüber. Und Druck gegen E4. Und das Feld lacht einen ja auch an. Ne? Wo will der denn hin? Ach, der will da hin? Da würde ich mich sogar drauf einlassen. Damit meine ich, da würde ich mich sogar drauf einlassen, jetzt Läufer D7 zu spielen und wenn er den Springer hier hinzieht, den so zu schlagen, dann habt ihr natürlich völlig recht, dann schlägt er hiermit zurück und der Doppelbauer ist aufgelöst. Aber dann bleibt das immer noch ein Hinker, ne? Ein sogenannter. Aber vielleicht ist das ein guter Ausgleichsplan für Weiß. Ich glaube tatsächlich, also ich bin mal so toll dreist, dass wir hier im 17. Zug sind und Weiß auf Ausgleichspläne zielt. Also positionell, ja? Sehr bites a mouse, no threat. No threat off, wie der Engländer sagt. Ja, ja. Ja, ja. Oder wie der Engländer auch sagt, stellen Sie sich vor, put it before you, ne? Ja, ja. Mein Englisch ist perfekt, also fast so gut wie mein Französisch, ne? Aber es ist schön, dass wir eben die Frage hatten auch, ne, was ist jetzt positionell, ne, und was ist taktisch im Schach. Also da, hier überwiegt jetzt für mich das Positionelle. Das Dumme im Schach ist, es kann immer zu einer Taktik kommen. Ja, also Taktiken sind kriegst du grundsätzlich nicht aus der Welt raus, aus der Schachwelt. Da kannst du dir 50 Züge lang positionelles Feingespür aufs Brett legen und dann stellst du was ein, ne? Und zwar nicht platt, sondern halt mit einer zweizügigen Taktik, die du übersiehst. Also einstellen kannst du immer was. Ist egal, ob es positionell oder taktisch geprägt war, die Partie. Ne? Aber es gibt wenig Spieler, die sowohl gleich starke Fähigkeiten, sagen wir es mal so, im positionellen wie im taktischen Spiel hatten. Ja? Unser Gegner bietet übrigens gerade Remis an. Ja, das lehnen wir natürlich ab. Also ich meine, also das würde ich vielleicht annehmen, wenn wir hier
wenn wir nicht streamen würden, ne? Aber die Partie, ne, die ist es eigentlich fürs Remis, ist es zu früh. Nicht, dass ich jetzt denke, Schwarz steht auf Gewinn. Ist kein Denken dran, aber das ist jetzt eine Partie, die mir Spaß macht, die weiterzuspielen, ne? Selbst wenn ich jetzt hier Remis klammern müsste. Aber ich war bei den Schachspielern, die unterschiedliche Fähigkeiten im taktischen und im positionellen Spiel haben. Magnus Carlsen beispielsweise ist ein positioneller Spieler. Na, nicht nur, weil er Endspieltechnik so großartig ist, das nicht, weil positionelles Spiel spielt sich noch viel stärker in der Öffnung und Mittel, vor allen Dingen im Mittelspiel ab als in der als im Endspiel. Carlsen kann natürlich auch traumhafte Taktiken, aber darauf ist sein Spiel nicht angelegt. Sein Spiel ist auf positionelle Feinheiten aus angelegt, die sich dann für Gegner häufig erst richtig zeigen. Ich hätte fast gesagt, wenn es zu spät ist. Das scheint mir aber auch ein bisschen gewagt zu sein. Gut, ich gebe zu, die Dame muss ziehen. Die Frage ist aber, was ist so schlimm daran, wenn wir jetzt den Springer wegschlagen, ne? Also, der Läufer von D7 hat beide Felder, die stark sind, für den weißen Springer überdeckt, B5 und F5. Aber überdecken heißt dann auch schlagen, wenn es dazu passiert. Ne? Hör mal an, wir schlagen den jetzt. Ne? Dann schlägt er mit dem Bauern zurück. Und dann spielen wir Springer E5. Und der Springer steht bombig. Und dann decken wir, stützen wir den vielleicht sogar noch mit F7, F6. Klar, die Frage lautet dann, wie kommt Schwarz weiter? Ne? Aber Weiß kommt erstmal nicht weiter, weil diesen starken Springer irgendwann wegzuschlagen, führt ja zum gedeckten Freibauern. Den Springer hier stehen zu lassen auf F5, ich glaube, das ist keine echte Option. Also nehmen wir den weg. Und jetzt muss er noch überlegen, ob er ihn vielleicht mit dem Turm nimmt. Aber dann bleibt der halt ein Rückständiger, ne? Ich glaube nicht, dass er das tut. Jetzt kann er den Rückständigen auflösen, ne? Für einige von euch beginnt, glaube ich, gleich in 15 Sekunden eine Werbeunterbrechung. Ich kann nichts dafür. Ich bekomme da so ein Fenster eingeblendet von Twitch. Aber versuche ich langweilig zu spielen in den nächsten 30 Sekunden. Ich glaube, die Werbeunterbrechung ist 30 Sekunden. So, ja, den hier, ne? Und wenn er den spielt, ich glaube, dann nehme ich sogar die Dame. Schlägt Turm E8. Ich glaube, das kann er nicht machen. Und wenn er den nicht schlägt, also zum Beispiel jetzt hier irgendein Turm nach E1, dann spielen wir F7, F6. Damit er den nicht spielen kann, ne? F7, F6. Super Richie hat keine Werbung? Hervorragend. Ah, Veganer auch nicht. Ich bin begeistert. Habt ihr denn ein Abo? Also wenn ihr natürlich bei mir ein Twitch-Abo habt, dann kriegt ihr natürlich keine Werbung zu sehen. Kleine Abo-Werbung am Rande. Nee, das ist ja prima. Das ist ja prima. Ah, aber jetzt geht's los. Also egal. Endet in 20 Sekunden. Hervorragend, Veganer, ich bin begeistert. Soll Twitch gucken, wo sie ihre Werbeeinnahmen herholen, ne? By the way, ich habe noch 8 Minuten und der Gegner hat nur noch 3, ne? Und ich quatsch mir hier einen ab. Ach ja, ich war noch gar nicht fertig mit meinem Quatschen. Wir waren noch bei Taktik und positionell. Ja, so habe ich einen gedeckten Freibauern. Das ist jetzt echt zu überlegen, ja? So bekomme ich einen gedeckten Freibauern, jetzt schon. Aber die Frage ist, kriege ich hier nicht ein Problem? Wenn ich den so zurückschlage. Ich bekomme hier, wenn ich jetzt D6 steckt, E5 spiele, habe ich hier einen gedeckten Freibauern. Und Weiß hat vielleicht dann Möglichkeiten, seinen Doppelbauern bessere Möglichkeiten, den aufzulösen. Aber mehr Sorgen würde ich mir hierüber machen, dass er dann hier einen Bauern opfert mit F5, F6. Den muss ich ja mit G7 schlägt F6 zurückschlagen. Nee, Moment, muss ich gar vielleicht gar nicht. Wenn ich den aber so zurückschlage, ne, dann kann es ja vielleicht irgendwie sowas geben hier, ne? Und die Dame guckt da auch bis dahin. Aber ich sehe gerade, wenn ich den so schlage und er spielt den, habe ich ja noch hier so einen Schach, ne? Aber ich muss den dann trotzdem nehmen, ne? Denn wenn ich den dann hier vorbeiziehe,
dann kommt vielleicht die Dame und setzt matt, ne? Also das ist jetzt gerade schwierig. Also D6 schlägt E5 ist, ist riskant. Dame schlägt E5 ist sicherer. Ich sag mal, Dame schlägt E5. Natürlich besetzt er dann die D-Linie. Vielleicht doch. Vielleicht ist das doch spannender. Damit C5 Schach, König H1, ja, aber dann G7, G6 und so, ja, selbst so, ne, hier reindringen und hier matt setzen, das ist schon. Obwohl, geht das wirklich? D6 schlägt E5, F5, F6, damit C5 Schach. König H1, G7, G6. Ah, da bekommt er schon Angriff. Also wenn wir stattdessen den nehmen. Turm E1, Dame F6. Dann vielleicht irgendwie sowas hier wie Dame D3, weil dann geht Turm E8 noch nicht so gut. Weil dann einfach hier unten die Dame opfert und ich gehe matt. Da muss ich H7, H6 spielen, um nicht matt zu gehen. Was aber funktioniert. Aber er dringt dann ein. Was kann sein, dass dieses Eindringen dann Remis hält. Aber es ist mir zu heiß, muss ich ehrlich sagen. Das ist mir zu heiß. Moment, wenn ich mit der Dame schlage und er spielt. Moment, wenn ich mit der Dame schlage, kann er ja auch F7, F6 spielen. Ne? Wo ist denn das für ein Unterschied? Was rede ich eigentlich für ein Blödsinn? Wenn ich Dame schlägt, E5 spiele, dann kann er ja auch F5, F6 spielen. Das ist dasselbe in Grün. Nee, da muss ich den ja so schlagen. Das ist dasselbe in Grün. Jetzt verschiebt sich gerade das Positionelle wieder ins Taktische. Den hier hin, den hier hin. Gegen das hier. Dame F8. Turm D6. Aber da hat er jetzt was. Aber da hat er jetzt was.
was mich ein bisschen wundert. Gut, F7 ist jetzt im Moment kein Problem mehr, weil halt der F6 in dem Weg steht. Das heißt, der Turm darf nach hier und von hier aus auch den E-Bauern decken, ne? Ja, der andere Turm hier hin, solange die Dame hier steht, droht dann sogar vielleicht ein bisschen C5, C6, weiß man nicht. Aber da hat er eine gute Abwicklung gewählt. Ja, Dame D2, ja, Dame H6, gut, Turm nach E8. Das hier, sobald die Dame nach H6 kommt, kann die schwarze Dame nach F8, ja, um hier G7 zu überdecken. Und die Frage ist, wenn er das nicht tut, ob ich zu H7, H6 komme. Weil dann kann ich mich mit dem König nach dahinter stellen, nach H7. Ne? Also wahrscheinlich muss er jetzt sogar mit der Dame drohen, nach H6 zu kommen. Das geht so und das geht so. Ja, weil dann kann ich hier nicht schlagen, weil dann kommt er wirklich hier hin. Aber wenn er das nicht tut, wenn er irgendwas anderes spielt, das keine Drohung ist, sagen wir es mal so, wenn er jetzt spielt, was nichts droht, ja, dann kann Schwarz H7, H6 spielen und droht dem König nach H7 zu kommen. Natürlich ist das auch nicht ganz ohne, ne? Weil hier, da kann man sich hier sowas vorstellen und sowas, ne? Und hier angreifen. Aber, macht er tatsächlich. Sehe ich aber trotzdem. H6, Dame H3, König H7. Also vertrippeln kann ich den ja nicht, ne? Vertrippeln ist schon. Hui, was ist das denn? Turm F5? Was habe ich denn da übersehen? Ich glaube aber nicht, dass ich da was übersehen habe. Ach doch, ja, verstehe. Okay, G schlägt F5, Dame G3 und Matt. Ja. Aber das ist doch eher ein Witz, oder? Das ist doch eher ein Witz. Vielleicht ist doch kein Witz.
Das ist ja wild. Das ist ja wild. Boah, da brauche ich ja nachher aber einen frischen Kaffee. Ja, da hätte er jetzt auch gerne mehr Zeit zum Rechnen, ne? Da hätte er jetzt auch gerne mehr Zeit, um zu rechnen. Denn Turm E7 ist schon, muss schon rechnen, ne? Weiß ich nicht, ich hätte auf C7 genommen. Ich hätte auf C7 genommen an seiner Stelle. Aber jetzt hängt doch C3. Ja, und? Ja, Dame schlägt C4. Was sollten wir denn davon jetzt? Da hat man nichts von, ne? Hat er gut gesehen, Dame E6, ne? Beißt die Maus keinen Faden ab. Jetzt müssen wir vielleicht Richtung Remis gehen, ne? Mit Dame F4 Schach. Ja gut, oder so. Ach so, er will dann die Damen tauschen und sagen, dass er das Endspiel gewinnt. Das kann natürlich passieren. Das kann natürlich tatsächlich passieren jetzt, ne? Oh, habe ich übersehen? Oh, fuck. Ja, habe ich verloren. Das ist für Weiß gewonnen. Uiuiuiui. Da müssen wir gleich gucken, wo ich es übersehen habe. Denn schon das Bauernendspiel sollte jetzt gewonnen. Das Bauernendspiel macht er nicht. Warum nicht?
das reicht. Das reicht leider. Ja, das müssen wir leider aufgeben. Gut, wo habe ich es verbockt? Auf Läufer steckt E5? Glaube ich nicht. Muss ich gucken. Moment, wir müssen das Fenster wechseln. Über die Eröffnung müssen wir uns zum Glück nicht unterhalten. Moment, erst mal hier die Fensterchen rüberschieben. Was denn hier? Habe ich so schlecht gespielt? 80,9. So, das soll schlecht sein. Warum? Machen wir mal diese komischen Dinger hier aus. So. So, das soll schlecht sein, weil Dame D8. Nee. So, soweit alles klar. Das ist doch schlecht. Doch mit der Dame nehmen. Ja, aber dann kommt doch. Da hatte ich ja zuerst gedacht, das sei das sicherere, aber dann kommt doch auch F7, F6. Ach so, dann will man den hier stehen lassen. Ah ja, auf die Idee bin ich nicht gekommen. Ja, okay, das verstehe ich. So, den kriegt man zurück, ne? Ja, alles klar. Ja gut, dann haben wir die Lösung schon. Dann war bis hier alles richtig gespielt. Dann war auch Dame E5 die richtige vorsichtigere Idee, ne? So, da hatte ich jetzt gedacht, ja, dann wird er eher sowas spielen. Dann geht man hier rüber und dann hatte ich das gedacht. Will er denn was anderes hier spielen? Nee, ne? Schon richtig. Das und dann Dame E3, ne? Da kann man ja hier unten nicht den Turm spielen, weil man auf der Grundreihe matt wird. Ne? So. Bis hierhin hatte ich es noch gesehen und dann habe ich mir gedacht, ja, dann spielst du wahrscheinlich H7, H6. Ja, gut. Und dann sagt sich das, also sagt die Engine auch ausgeglichen. Ausgeglichen, aber ich bleib dabei, ne? Also das hier ist dann etwas, womit Weiß eben dann das halten kann, aber nicht umgekehrt. Ne? So, da hatte ich aber dann Gespenster gesehen und deswegen so geschlagen. So, hier habe ich noch nichts Schlimmes bei gedacht, wegen dem hier und dem hier. So, der ist ein Fehler, wegen Turm E4. Also Turm E4 habe ich nicht gesehen. Gut, dann war meine Idee, den hier hinzustellen und den im Notfall hier hinzustellen, schon nicht verkehrt, und fand eine falsche Reihenfolge. Aber wenn ich den zuerst hier hinstelle, wie die Engine das vorschlägt, dann kann er doch hier schlagen. Nee, das kann es ja wohl nicht sein. Dann wäre das hier bereits schlecht, dann wäre der ganze, also für Schwarz, ja? Ja, sieht man auch in der Bewertung hier. Alles klar. Ja, okay. Nee, dann weiß ich, wo der Fehler liegt. Dann war das tatsächlich falsch. Dann war das die richtige Überlegung. Na, weil das hier keine Gefahr ist, aber da muss darauf kommen. Ja, also das ist es jetzt nicht, den so zu schlagen, ne? Weil da sieht man auch am Balken, ne? Das wird jetzt ganz furchtbar, ne? So herum und hier über die offene G-Linie, ne? Ich meine, die Türme, die kommen halt notfalls über die dritte Reihe hier rüber und geht auch einer nach H3, ne? Und dann ganz viele Pfeile, ganz viele Pfeile um den schwarzen König, ist immer ein schlechtes Zeichen, ne? Nee, aber darauf wäre ich nicht gekommen, dass man den spielt, weil man dieses Schlag ist keine Drohung, der Bauer ist ein Kind des Todes, der schwarze König kann sich hinter dem weißen Bauern verstecken und stattdessen kann Schwarz jetzt hier den Abtausch erzwingen. Und in dieser Art des Endspiels wird es deutlich, ne? Da ist jetzt nicht mehr 0,0, ne? sondern dass in diesem Doppelturm-Endspiel das einfach eine Katastrophe ist, ne? Mit dem Bauern hier für Weiß. Das heißt, die positionelle Einschätzung war schon richtig, aber ja, deswegen ist das auch ganz, ganz nett oder ganz instruktiv zumindest, dass ich habe verloren, aber ihr könnt was daraus lernen. Hier ist die Stellung positionell. Ja, hier überwiegen die positionellen Merkmale. Aber nachdem Schwarz jetzt hier falsch herum zurücknimmt, ist nach F5, F6 das Positionelle völlig uninteressant, weil jetzt die Taktiken entscheiden. Ja, so. Möglicherweise hat er uns aber hier doch noch eine Chance gelassen. Lass mal gucken. So. Das war offensichtlich dann falsch. Aber nicht deswegen. Das hier war jetzt eigentlich kein Problem. Also die Taktiken haben es jetzt nicht entschieden, weil er hat es nicht richtig gespielt, ne? Das war zwar ein schöner Zug, Turm F5, König H7 ist das Doppelfragezeichen, weil das hier wäre besser gewesen, weil wenn er den dann so nimmt, dann, ach so, ja, klar, dann schlägt man den, dann kommt der, und wenn dann der kommt, dann muss man halt hier schlagen. Und das hier ist halt wegen Dame F4 nicht so gut, ne? Weil da droht hier unten Grundreihenmatt.
und der Turm fällt. Ne? Und Schwarz gewinnt. Ja. Das hat er eigentlich schön gesehen, dass er, das war das ja eben von jemandem doch noch richtig. So, sind wir hier? Nee, Quatsch. Partieverlauf war ja anders. Partieverlauf war so. König H, zack, zack. Aber eine ähnliche Idee, ne? Dame D6, zack, zack. Und jetzt Turm E2. So, aber das ist jetzt nicht verloren, ne? Eigentlich, warum habe ich es denn dann verloren? Weil der nicht gut war. Ach so, einfach die Dame, ach so, ja, stimmt. Einfach die Dame zurückziehen. Ja, alles klar. Weil wenn er jetzt nämlich hier nimmt, dann fällt ja der. Und das Damenendspiel ist, wow. Ich hätte gedacht, Remis, die Engine sagt es sogar gewonnen mit dem Mehrbauen. Ne? Aber Damenendspiel, pff, da schlummert immer ein Dauerschach irgendwie. So, wenn er den dann aber so genommen hätte. Und dann nimmt er den. Ja, dann sind wir aber jetzt hier wahrscheinlich wirklich im Remis. Denn kann er hier rauslaufen? Kann ich mir schwer vorstellen. Ne? Am sichersten ist es vielleicht sogar so, um jetzt mit Schwarz das Remis zu erzielen, weil wenn er jetzt hier rüberläuft, dann fällt er ja mit Schach. Ne? Und er verliert es wahrscheinlich sogar noch. Und wenn er hier wieder zurückläuft, dann gibt es hier wieder das Schach. Und wenn er hier hinläuft, dann gibt es wo das Schach? Da gibt es hier das Schach. Nicht hier. Nicht hier, weil ich dann habe ich hier nach keinen Schach mehr, sondern hier. Ja, da kann er ja nur hier hin und dann sind wir wieder hier. Hm? Aber selber in grün. Ja. So, und ich behaupte, oder ich vermute mal, so eine Partie hätte ich jetzt, wenn ich sie nicht gestreamt gespielt hätte, ne, eher nicht verloren. Ne, dann hätte ich es wahrscheinlich noch gefunden. Weil man dann tiefer drin ist, dann ist man im Tunnel, wie die Fußballer sagen. Ne? Dann bist du im Tunnel in der Partie. Und dann siehst du das. Ne? Also ich habe zwei Fehler gemacht. Den einen hätte ich wahrscheinlich auch, den hätte ich immer gemacht. D6 schlägt E5. Ne? Aber das hier, ne? Dass man jetzt hier nimmt, ne? Weil da habe ich ja relativ locker entspannt genommen. Ja, nehmen wir den Bauern. Ne? Statt, ja, wobei auf das hier jetzt, was habe ich gespielt? Den hier. Ne? Stattdessen den zu spielen, den hätte man wahrscheinlich noch gefunden. Vielleicht, möglicherweise, keine Ahnung. So, das heißt, jetzt greife ich mir erstmal einen frischen Kaffee und danach eine zweite Partie, um die Scharte auszuwetzen. Oh ja, der ist wirklich leer, da muss ich mir einen neuen holen. So, ich bin eine Minute wieder da. Ein Bischof zu jeder Partie. Dauert doch ein bisschen länger. Also nicht ich, aber der Kaffee. Hatte mir doch ein Familienmitglied den Kaffee gemupst. Das ist ja unglaublich. Das muss ein neuer aufgesetzt werden. Das macht aber nichts, denn wir nutzen die Zeit und machen das Fenster zu, switchen wieder zum Overlay fürs Live-Play, ja, was wir ja alles haben, ne? Und klicken auf Neue. War eine schöne Partie, war ja auch ein starker Gegner, das muss ich jetzt mal schon mal sagen, ne? Das war ja eine Riese. Und das passte schon, das hat sich schon, war schön. Also war auch, super richtig, so weit wollen wir nicht gehen. War eine schöne Partie, hat mir gefallen und hat auch was beigetragen zum Verständnis dieser Bogoljubow-Verteidigung, die wir da gespielt haben, ne? Mit Springer C6 gegen D4. So, unser jetziger Gegner ist, wie heißt er? Soliloke aus, ist doch Singapur. Boah, das sieht man aber auch noch in dem ganz kleinen Zeichen da oben, ne? Aus dem schönen Singapur. Und hat ein Rating von 1984. Das ist eine Kategorie tiefer. Spielt gegen den Feuervogel das gar nicht so uninteressante D6. Also gegen erstens F4, dann ne? D7, D6, weil er wahrscheinlich immer irgendwas wie Pirsch oder so spielen will. Und ja, also diesen so ein Läufer auf G4 frühzeitig befragen. Nicht zu früh. So, aber jetzt
so herum ist schon prima. Erstens gucken wir jetzt nach da unten. Gut, das hat er gesehen. Und zum Zweiten, ja, haben wir jetzt das Läuferpaar, ne? Also jetzt bin ich ja ganz auf der Spur von Jan Gustafsson. Also wenn man es so geschenkt bekommt, ne? Hier. Zwei Läufer und der Gegner hat nur noch einen Läufer und welchen Springer man auch immer hier anklicken will. Also wenn man es geschenkt bekommt, ohne irgendwelche Kompensation, ja, dann darf man das schon nehmen. Ja, dann darf man das schon nehmen. So, und jetzt bringe ich trotzdem einen dieser beiden Läufer, nämlich den hier, auf die lange Diagonale. Ich fianchettiere den. Der hier könnte durchaus mit G2, G4 und Läufer G2 auch fianchettiert werden. Oder vielleicht den durchdrücken. Ja, tut er auch. Ja, ist jetzt die Frage, ne? Oder sag mal so, da sind gleich mehrere Fragen jetzt dran, ne? Wie man jetzt spielt, wie man sich aufbaut. G4, Läufer G2. Schlagen würde ich eigentlich ungern. Allein schon, weil er so mit Tempo schlagen kann, aber wir das Läuferpaar nicht wieder aufgeben. Erst recht nicht den gerade frisch fernschittierten. Ne? Vorbeiziehen. Immer eine lustige Option. Ne? Das ist die Frage, ob ihm das was bringt. Ne? D3 spielen, damit das vielleicht nicht so einfach geht. Auf D3. Schlägt. Ne? Oder Gleichläufer E2, das zulassen. So interessant. Ach so, ja, oder ganz was anderes, ne? Und Springer C3, ne? Und vielleicht sogar lang rochieren. Springer C3, schlägt. Dame E7, Läufer E2 und tatsächlich lang hoch hier. Das geht vielleicht. Ich frage, wenn er dann sturztrocken hier sowas spielt. Ne? Da bin ich aber nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist. Ich glaube, ich probiere das wirklich mal. Was mir nach D2, D3 nicht so ganz gefallen hätte, wären auch hier so mal so Zwischenschachs. Ne? Aber so. Ich meine, die lange Hochade hat ja auch ihre gewisse Daseinsberechtigung, wenn man hier an sowas denkt. Ne? Kurze Hochrade steht jetzt nicht mehr zur Debatte. für Weiß. Denke ich mal. Also doch ärgerlich eben, ne? Die Partie, dass wir die so verloren haben. Im Nachhinein ist das doch ärgerlich. Ja, aber dann. Achso, jetzt schon. Erst schon mal jetzt lang rochieren, damit er hier. Er bereitet vielleicht die kurze Hochrade vor, aber was er vor allen Dingen gerne machen würde, wäre jetzt hier so ein Schach. Also wenn wir jetzt zu früh G4 spielen. Ja, dann ist so ein Läuferschach halt dann doch ein bisschen störend. Und deswegen ruche ich hier schon mal gleich weg. Natürlich kann er jetzt sagen, wunderbar, jetzt mache ich hier auch sowas, keine Frage, klar. Dann hätten wir entgegengesetzt Rochaden, aber nach G4, G5, F5, also dann hat das mit positionellem Spiel wenig zu tun, was wir eben hatten, ne? Sondern eher taktisches Spiel. Hat dann sein, ja, genau. Steht dann im Vordergrund. So, Dame A5 zielt darauf ab, den Springer zu vertreiben. Zum Beispiel so. Ne? Oder natürlich so, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat. Warum? Wenn der Springer vertrieben wird, hängt ja A2. Deswegen wäre es jetzt vielleicht sogar gar keine verkehrte Idee, erst König B1 zu spielen, prophylaktisch, damit das nicht passiert. Ne? So, tun wir jetzt auch. König B1.
Und vielleicht spielt er jetzt selber auch die lange Rochade. Das wäre aber eher dann ein bisschen ängstlicher. Aber um den Gedanken aus der letzten Partie zu Ende zu führen, positionelles, taktisches Spiel, ne? Da habe ich ja Magnus Carlsen als den, den Spielertypus für positionelles Spiel genannt. Da fällt mir ans Zweiter dann immer auch noch Anatoli Karpov ein. Na, gut, ich bin halt schon ein bisschen älter. Und wenn es um taktisches Spiel geht, da fällt einem als Erstes Michael Tall ein. Da bin ich ja noch älter. Den kannte ich jetzt nicht. Das ist auch schon vor meiner Zeit. Ne? Aber Michael Tall ist quasi der Prototyp des Supergroßmeisters. Der war mal kurzzeitig Weltmeister, wenn ich mich recht entsinne, für Opferspiel. Für den waren dann die Engines der Tod, hätte ich fast gesagt. Ne? Die dann analysiert haben, dass die meisten seiner Opfer nicht korrekt waren, aber er hat trotzdem gewonnen damit. Ne? Also der war der König des Opferspiels und des taktischen Spiels des Königsangriffs. Und Spieler, die wirklich beides meisterhaft beherrscht haben, also wirklich Weltmeisterschaft-Level beherrscht haben, also super, super, super. Das ist dann vermutlich das, wo ich sagen würde, was Spieler aus der Schachgeschichte wie Bobby Fischer dann eben doch noch an die absolute Spitze katapultieren. Ne? Bobby Fischer, Kasparov vielleicht auch. Bei Bobby Fischer bin ich mir sicher. Kasparov würde ich sagen, ja, auch sowohl taktisch wie positionell. Und da muss man schon, glaube ich, zurückgehen, sich nochmal genau die Partien angucken von Aljechin und Capablanca. Wenn man so weit in die Geschichte zurückgeht, dann ist zum Beispiel so jemand wie Michail Botvinnik, dann würde ich eher wieder sagen, eher positionell. Wobei wir sagen müssen, das sind super Giganten, die haben dir natürlich auch die Taktiken um die Ohren gehauen. Ja, aber man vergleicht ja jetzt oder würde dann jetzt den Blick auf die absoluten Superfähigkeiten, super, super, Superfähigkeiten legen. Und da ist bei den genannten wie Carlsen und Karpov sind dann für mich diejenigen, die mir einfallen, um Giganten im positionellen Spiel zu finden. Ohne David Bronstein hätte es einen Teil nicht gegeben. Ja, da kennt sich aber jemand aus, ne? Das sieht die Rebellen, wie auch immer, kennt sich aus. Ja, Hut ab. Hast schon Schwierigkeiten, glaube ich, auch vielen, vielen Vereinsspielern, wahrscheinlich sogar in der zweiten Bundesliga, weiß nicht jeder mehr, wer David Bronstein ist, ne? Und wahrscheinlich Tal auch nicht, ne? Aber die wissen, ob es Stockfish 16 oder 16.1 gerade die aktuelle Version ist, das wissen die schon, ne? Super, war das dein Vater? Nein, das glaube ich nicht. Und David Bronstein hätte es Teil nicht gegeben. Nein, das ist jetzt, glaube ich, nicht biologisch gemeint. Cool. Ja, was haben wir hier, ne? Also, Schwarz kann jetzt natürlich in beide Richtungen rochieren oder noch ganz was anderes machen. Aber die Entwicklung abschließen mit Rochade ist ja auch kein verkehrter Gedanke. Und in so einer Stellung überlegst du dir jetzt als Schwarzspieler, was machst du, ne? Also, die lange Rochade überlegst du dir als Schwarzspieler ja zweimal. Der macht noch was komplett anderes. Das weiß ich jetzt aber nicht, ob das so gut war. D5. Ich wollte jetzt ein bisschen ausnutzen, dass der jetzt ja natürlich einmal angegriffen ist, einmal gedeckt ist, aber quasi durch den Läufer hindurch ist er ja nochmal angegriffen. So ist es ja nicht, ne? Aber ich will wahrscheinlich hier was festlegen. Ja. Das Doofe ist, schlagen, und dann würde ich ja liebend gerne hier schlagen. Aber das geht nicht, wegen Springer schlägt F3. Oder es geht zumindest nicht so einfach. Was ist denn mit Schlagen, Dame F5? Wunderbar. Ich bin wieder versorgt. Herzlichen Dank. Ich bin wieder versorgt.
gut, dann kann man natürlich jetzt erst recht gut gucken, ne? Mit einem frischen Kaffeebecher. Also die, das ist jetzt auch Taktik, ne? Also das ist jetzt eine Stellung, die schreit nicht nach Taktiken, sondern sie hat sie einfach, ne? Sie hat sie einfach. Und da ist eben das eine Motiv, was mich anlacht hier, dass dieser Bauer vielleicht geschwächt sein kann. Aber halt das einfache Schlagen scheitert, also sagen wir so, dann würde ich sehr gerne das hier spielen, ne, um dann hier den Springer auf E5 zurückzugewinnen. Aber das geht nicht, weil Schlagen ist mit Tempo, greift die Dame an. Da sehe ich gerade noch nichts. Kann man das spielen? Das würde ja dann auch hier einen Angriff erzeugen, ne? Oder erst hier schlagen, Springer E5, dann Dame G3, ist ja ein Doppelangriff auf den Springer E5 und den Bauern G7. Da müsste Schwarz ja vermutlich Springer G6 ziehen. Dann stehe ich mir hier mit dem G-Bauern ein bisschen im Weg, ne? Direkt Dame G3. Da mache ich mir hier weniger Sorgen, weil darauf könnte man den spielen. Nee, geht auch nicht. Nee, aber allein schon sich vor den eigenen G-Bauern zu stellen, das wäre dann nicht so prickelnd. Dann hätte man noch die Möglichkeit schlagen und Dame F5. Da hängt er ja auch, ne? Wenn der dann zurückgeht nach G6, dann steht die Dame auf F5 vielleicht gar nicht so schlecht. Weil dann kann man vielleicht sowas spielen wie E3, E4. Warum kann man das spielen? Weil dann der nicht schlagen kann, weil auf der fünften Reihe die Dame A5 ungedeckt ist, ne? Vielleicht spielen wir das mal. Ne? Das wäre zumindest ein naheliegender Zug jetzt hier, ne? Und dann frage ich mich, ob das geht. Die Dame stünde auf F5 erstaunlich sicher. Und die da stände erstmal ungedeckt, ne? Gut, das muss noch nichts reißen, ne? Yes, das noch. Ja, also wirklich eher Taktiken als Positionen, die jetzt hier anstehen. Aber Schwarz hat sich auch dafür entschieden, den König noch in der Mitte stehen zu lassen, ne? Ja, es steht da im Moment nicht groß gefährdet, aber irgendwann muss ja schon mal entscheiden. Vielleicht ist es jetzt auch klüger, den Springer nach D7 zurückzuziehen oder den anderen Springer nach D7 zurückzuziehen. Das ginge ja theoretisch auch hier, ne? Den so zurückzuziehen, dann wäre der ja, würden die Springer sich gegenseitig decken. Um dann auf so etwas G6 spielen zu können. Weil er würde ja gerne auf E3, E4, wenn es nicht ums Schlagen geht, würde er schon ganz gerne den wahrscheinlich vorziehen. Aber wie gesagt, das ist dann mit der Dame auf der fünften Reihe so eine Sache.
sowas hier macht dann den zum rückständigen Bauern, das wieder ein positionelles Thema wäre. Das wäre dann wieder ein positionelles Thema, aber die Frage ist, ist die Stellung überhaupt eine, die dann noch nach positionellen Themen schreit? Ne? Also ich glaube, ein Springer nach D7 zurückzuziehen, einen von beiden, wäre sinnvoller für Schwarz, einfach um auch die Option zu haben, dann doch noch lang zu rochieren. Ne? Springer G6, E4, vielleicht dann den Turm dahinter, E5, dann zieht der Springer weg. Dann vielleicht D4 und man stellt den anderen hier, den Läufer hier hin. Also kurz rochieren weiß ich nicht. Aus schwarzer Sicht kurz rochieren. Da wäre ich skeptisch. Da wäre ich skeptisch. Man schielt eigentlich immer als Weißspieler, wenn die Dame auf A5 steht und sie steht da ungedeckt. Also dann schielt man eigentlich immer so ein bisschen auf taktische Möglichkeiten, ob man das nutzen kann. Na, ich gebe zu, hier über die fünfte Reihe ist das sehr ungewöhnlich. Was häufiger vorkommt, ist, dass die Dame auf E1 steht, hier die Weiße, ja, und kein Bauer mehr auf D4 und man irgendwie hier so einen Abzug hinbekommt. Dass der Springer wegzieht und die Damen sich gegenseitig angucken, aber die eine ist halt gedeckt und die andere nicht. Ne? Und dass man dann irgendwie einen Trick machen kann. Einen taktischen Trick. Das ist der Grund, warum ich hier überhaupt auf sowas gucke. Ja, aber dass man, das ist ja im Schach so. Es ist ja hilfreich, wenn man nicht Stellungsmuster, das wäre schon zu viel gesagt. Das ist natürlich ganz toll, wenn es also Stellungen gibt, wo man wirklich ein festes Stellungsmuster für alle 64 Felder auf dem Brett erkennt. Aber einzelne Stellungselemente, wie zum Beispiel eine ungedeckte Dame auf A5, ja, einfach erkennt, wiedererkennt. Ne? Nicht erkennt, oh, die ist ja ungedeckt, sondern es ist ein Wiedererkennen. Dass daraus sich etwas ergeben könnte, dass man überhaupt nach Dingen sucht, die dann mit dem Umstand, dass die schwarze Dame auf A5 nicht gedeckt ist, korrespondieren. Ja? Und Meisterspieler, also richtige, ne? Also nicht ich, sondern richtige Meisterspieler, die haben halt aufgrund ihrer Erfahrung, aufgrund ihrer vielen Partien, die sie gespielt haben, einen sehr viel größeren Schatz an Dingen zum Wiedererkennen. Ne? Also vieles unterscheidet meiner Meinung nach ein Meisterspieler von einem Nicht-Meisterspieler im Wiedererkennen solcher Elemente. Und daraufhin dann überhaupt erst nach bestimmten Zügen zu suchen oder bestimmte Züge überhaupt zu berechnen. Also kein Großmeister berechnet ja alles, also ne, was möglich ist. Ne? Es ist auch kein Großmeister berechnet in jedem Zug die seiner Meinung nach 10 besten Fortsetzungen. Das ist viel weniger. Ne? Aber die wenigen Optionen, die wirklich ernsthaft in Frage kommen, überhaupt zu erkennen und dann die sich anzugucken und die zu berechnen, das ist eben das, was den Meisterspieler ausmacht. Ne? Ja, ich weiß, es gibt auch Techniken, die der Meisterspieler besser beherrscht, weil er sie auswendig gelernt hat. Also ich sage nur Turm entspielen. Ne? Ist das jetzt mit einem Läuferbauer Remis oder mit einem Springerbauer Remis und warum ist es mit einem Turmbauer nicht Remis und was ist nochmal die Philidor-Stellung im Turm entspiel? Ja, wenn man die Zeit hat und sich die hervorragenden DVDs von Carsten Müller zur Endspieltechnik reinzieht, dann ist man halt dann der Endspielkönig. Aber auch dann stellt man fest, dass nur eine von 10 Partien, die man spielt, überhaupt im Turmendspiel endet. Naja, gut. Und dann ist man für die 9 anderen, dann steht man halt ein bisschen doof da, ne?
Klar, die Meister, die müssen das. Ne? Also wer internationaler Meister werden will oder gar höher, der muss natürlich diese ganzen Techniken wirklich dann auswendig lernen. Ist ja in anderen Sportarten auch so. Es gibt halt Sachen, die musst du auswendig lernen, wenn du Meisterspieler werden willst. Ne? Wenn du das Abi bestehen willst, musst du auch bestimmte Dinge auswendig lernen. Ne? Mit Genialität alleine ist halt nicht zu machen. Ne? Aber interessant wird es dann halt, wenn die Genialität gefragt ist. Oder hier im Schach das freie Spiel. Oder auch das schnelle Spiel. Wieso hatten der schon wieder so wenig Bedenkzeit? Wieso spielen meine Gegner heute langsamer als ich, obwohl ich doch streame? Das ist ja selten, ne? Da kann man richtig Zeit zum Quatschen finden, ne? Und den Hinweis auf das neue Buch, frisch aus der Feder, die pseudoskandinavische Verteidigung. Jetzt im, hätte ich fast gesagt, im Fanshop. Wer sich dafür interessiert und mit der PDF-Version zufrieden ist, ne, der findet die, also man kann das Buch als Taschenbuch oder als Hardcover über Amazon kaufen oder halt als PDF, da ist es billiger, auf meiner Patreon-Seite, ne, kommt da alles über die Moritex-Website hin. Und Patrone, ne, also wenn ihr ein paar Patrone zugucken, ne, also die mich als Patrone unterstützen auf Patreon, die kriegen das Ding natürlich wie gewohnt umsonst. Ne. Die können sich das im Patreon-Shop, die PDF-Version jedenfalls, kostenlos runterladen. Ne. So, Klammer zu. Ja, Dame F5 sieht schon schön aus. Ne? Ja klar, jetzt kann man argumentieren, Moritex, die Dame auf F5 ist aber auch nicht gedeckt, die Weiße. Ja, das stimmt, ne? Sehe ich auch gerade erst. Aber ist jetzt ja eher, sag mal so, das wäre insofern tricky, ja, wenn jetzt hier, nehmen wir mal an, die Dame steht, in der Tat tricky, ne? Nehmen wir an, der König stände noch auf C1. Ja, das geht doch nicht. Aber dann wäre jetzt ein Trick von Schwarz zu überlegen, geht D5, D4, ne? Dann deckt die Dame den angegriffenen Springer. Und wenn er genommen wird, ne, ginge dann vielleicht anschließend irgend sowas wie ein Springer D3 Schach. Ne? Ja, weil je nachdem, wenn der Bauer dann zurücknimmt, dann fällt die ungedeckte Dame auf F5. Geht aber schon rein theoretisch nicht. Erstens steht der König auf B1 und nicht auf C1. Zweitens würde auf ein Springer Schach, wenn der König auf C1 stehen, könnte entweder der Läufer zurückschlagen und damit die Dame decken oder die Dame würde selber zurückschlagen und sich dem Angriff entziehen. Aber das sind diese Abzugstricks, die ich eben meinte, die man mit ungedeckten Damenstellungen entstehen können. Und dabei F5 muss man sich nicht merken als Motiv, das kommt so, also das ist wahrscheinlich noch nie vorgekommen, aber dass die schwarze Dame auf A5 steht, weil sie eben hier hinwirken will, das ist ja gegen eine weiße lange Rochade vollkommen normal. Erst recht, wenn Schwarz so früh wie hier in der Partie C7, C6 gespielt hat, dann ist eine schwarze Dame auf A5 komplett normal. Ja? Und auch deswegen ist es eine gute Idee, den König nach B1 zur Seite zu ziehen. Ja? Auch zum Beispiel für so einen Fall, dass die weiße Dame auf D2 steht, ja? Was schon mal öfter vorkommt, dass dann ein Dame schlägt, A5 schlägt D2, nicht mit Schach verbunden ist. Ne? Ja, aber ich habe fast das Gefühl, unser Singapur-Freund Soli Loki, oder wie immer sich die Silben betonen lassen, hat selber Probleme mit seiner Kaffeemaschine. Und da läuft die Zeit runter. Weil, also, so langsam sollte man sich schon was einfallen lassen. Unser Gegner eben der Chinese, ne, der hat ja kurz in einem der letzten Züge hat er seine Uhr fast bis auf null runterlaufen lassen. Ne? Wenn ich es richtig gesehen habe, aus dem Augenwinkel, hat er bei 1 oder 2 Sekunden vor Schluss einen Zug gemacht und bekam dann wieder seine 10 Sekunden Inkrement dazu. Ne? 15 plus 10. Ne? Jo, aber hier habe ich das Gefühl, der ist gerade wirklich nicht mehr da. Also seine Internetverbindung ist prima. Da liegt es nicht. Aber heute kein Storyteller-Lied, Toulouse. Ach, das ist natürlich bedauerlich. Ja, wobei ich dann jetzt auch nicht mehr allzu lange mache. Oder ist mein Internet weg? Also ich meine, seine Zeit ist jetzt auf null, aber ja, tatsächlich. Ich hatte schon fast gedacht, hier sei ein Verbindungsproblem. Wir gucken uns das aber jetzt in Ruhe. Der Chinese war sogar auf null runter, mein Danger Seeker. Ja, kam ja auch so vor, ne? Aber das gucken wir uns jetzt nochmal in Ruhe hier an. Die Zeit haben wir nämlich. Denn für eine dritte Partie wird mir die Zeit fehlen, weil also 3:30 ist Deadline und da lohnt es sich nicht, jetzt einen auf die Brechstange zu spielen. Aber das muss man auch gar nicht, weil die Partie hier, die war interessant, obwohl sie jetzt gerade, ne, auf Zeit so komisch geendet hat, war sie trotzdem interessant genug.
Und hier will ich aber trotzdem jetzt die Analyse nochmal starten. Da hat sich jetzt Chess.com verschluckt sich hier manchmal. Ja, genau. Dann bekommt ihr den roten Balken. Den müsst ihr wegtun und dann müsst ihr nochmal auf Partie nochmal. Oh, wir haben eine Genauigkeit von 93,6 im Stream. Also, eben hatte ich nur 80, ne? Also, und über 90 im Stream. Da bin ich sehr zufrieden mit. Ja, Swish fragt, wem drücke ich denn die Daumen um 15.30 Uhr? Ja, also irgendwie muss ja Köln, ne? Also für Dortmund die Daumen drücken ist ja ziemlich albern, ne? Aber Köln, ne? Weil ich sitze hier im Westzipfel, ne? Also Aachen. Das ist zwar eine eigene Stadt, aber also Köln ist schon vergleichbar so nah und also irgendwie leidet man mit diesem komischen Verein immer so ein bisschen mit. Ne? Also es ist jetzt nicht mein Fanverein, aber Köln fände ich heute Nachmittag schon lustig, wenn da noch irgendwas Dramatisches passiert. Was ist denn hier Dramatisches passiert? So, F4, D6 ist ungewöhnlich. Ach Gott, jetzt machen wir mal diese komischen Haken hier weg. Bewertung. Feedback. Also Feedback kann man wirklich wegklicken. Da braucht wirklich kein Mensch. So. Ja, wir sind immer noch da. Wieso ist das Feedback hier noch da? Zeige die besten Züge. Hm. Na, dann gehen wir in die Analyse. Ist einfacher. So. Also D6. Ja, Aachen hat geliefert. Da kannst du aber laut sagen. Aber wir waren noch lange genug weg. Also für die, die es nicht wissen, Aachen steigt in die dritte Liga auf. Ne? Wir haben, glaube ich, nächstes Wochenende, also ein Wochenende nach Pfingsten, haben wir ja Aufstiegsfeier. Da bricht die Stadt wieder zusammen. Aber wir steigen aus der Regionalliga in die dritte Liga auf und wir waren ja auch schon mal Bundesliga, ne? Aber da kommen wir vom Thema ab. Ne? Aber jetzt ist halbwegs wieder alles gut. D6 ist eigentlich nicht so gut, aber ist natürlich trotzdem auch interessant. Springer F3, Läufer G4. Grundsätzlich, wenn ihr den einfachen Feuervogel spielt, hier, ne, Bird-Eröffnung mit F2, F4 und einfachen Feuervogel nenne ich alle Bird-Varianten, die nicht mit hier Fianchetto-Leningrader System zu tun haben, ne, sondern hier mit E3 fortsetzen, weil man hat als Feuervogelspieler nichts dagegen, wenn sich hier der Läufer gegen den Springer tauscht und man das Läuferpaar gewinnt. Man will aber nicht mit dem Bauern zurückschlagen, mit dem nicht und mit dem schon mal erst recht nicht. Das heißt, da muss E3 halt kommen. Ja, da muss E3 kommen, da führt kein Weg dran vorbei. Und sobald man H3 spielen kann, es tun. Sobald man H3 spielen kann, es tun. Jetzt nicht erst noch irgendwas anderes spielen. Hier wäre H3 zu früh, weil dann schlägt er, man schlägt so zurück, man hat immer noch das Läuferpaar, aber man hat dafür auch eine nicht so schöne Bauernstellung. Weil da sagt die Engine sogar, Schwarzstünde besser, das finde ich ein bisschen übertrieben, aber da gar nicht drüber nachdenken, wer dann da besser steht oder schlechter steht, es gar nicht dazu kommen lassen. Ja, E3, damit man mit der Dame zurückschlagen kann, ganz einfach. So, Springer F6 und jetzt auch sofort H3. Nicht als Falle, sondern als, wir befragen dich jetzt sofort. Die wenigsten Schwarzspieler werden das tun, was da oben die Engine als besten Zug empfiehlt und sagen, na okay, dann ziehe ich den wieder zurück. Weil dann haben sie zweimal in vier Zügen dieselbe Figur gezogen. Und ja, das fände schon Siegbert Tarrasch aus dem Grab heraus nicht so gut. Ne? Wenn er an den Rand zieht, wieso spielt man dann G3? Natürlich nicht, aber du meintest auch G4, ist völlig richtig. Ihr werdet euch wundern, wie oft das passiert. Ihr werdet euch wundern, wie oft Läufer H5 gespielt wird. In Blitzpartien sowieso, aber auch in Schnellschachpartien. Nicht dann rätseln, sondern die Figur gewinnen mit G4. Ne, weil wenn er den zurückzieht, dann kommt F5. Das passiert Schwarzspielern, die einfach nicht begreifen, oder die nicht begreifen, das wäre jetzt zu kritisch, die nicht erkennen, dass nach erstens F4 etwas anderes auf dem Brett ist, als nach erstens E4 oder erstens D4. Dass tatsächlich sowas wie hier passieren kann. Ja. Auf der anderen Seite, die Partie jetzt, obwohl man natürlich eine Figur gewinnt, noch nicht abhaken. Ich spreche da aus eigener Erfahrung, weil es tatsächlich öfter vorkommt, als man meint. Jetzt nicht gerade in 20% aller Partien, in denen es passieren könnte, aber in 10% glaube ich schon. Und deswegen habe ich das eben auch öfter auf dem Brett gehabt und da muss man schon noch konzentriert weiterspielen. Natürlich steht man auf Gewinn. Meistens passiert es dann aber so, dass der Schwarzspieler das hier erkennt und sagt, okay, dann opfere ich jetzt hier den Springer statt des Läufers und dann habe ich zumindest noch zwei Bauern dafür. Und dem ist auch so. Er hat jetzt zwei Bauern für die Figur und einer seiner beiden Bauern ist hier ein gedeckter Freibauer, auch wenn er am Rand ist.
Aber das muss man erst noch gewinnen. Man steht mit Weiß auf Gewinn, weil man die Figur mehr hat. Das ist kein Gambit. Also kein Figurenopfer, das Schwarz bewusst eingeht, weil er jetzt hier einen wilden Königsangriff spielen will. Auch wenn der weiße König im Moment noch ein bisschen nackt steht hier. Ne? Klar, muss der weiße König jetzt auch, muss man daran arbeiten, dass der irgendwie per langer Rochade wegkommt. Das wäre so der normale Weg. Ne? Das ist aber keine unlösbare Aufgabe. Also erstens wichtig wissen, man hat tatsächlich eine Figur gewonnen gegen zwei Bauern. Aber zweitens wichtig, konzentriert spielen. Konzentriert weiterspielen. Und zwar in Ruhe weiterspielen. Die Kunst der Vereinfachung suchen. Ich habe schon Partien gehabt, da hat es dann, ist es Schwarz gelungen, noch einen Bauern irgendwo zu gewinnen. Und dann sind es ja drei Bauern für die Figur. Dann sieht die Sache schon anders aus. Also aufpassen, dass das nicht passiert. Hier habe ich zum Beispiel letztlich, ich glaube, das ist ein paar Tage her, bin ich den Weg hier gegangen. Erstmal Läufer H3, um Kunst der Vereinfachung, ne, Läufertausch anzubieten. Ne, was er natürlich dann nicht will, geht er zurück und dann nach G2, ne, dann hängt er ja wieder, ne, und dann zieht er den wieder hier hin, um diese Festlung aufrecht zu erhalten. Natürlich jetzt keine Zugwiederholung mit Läufer H3, aber dann hätte man jetzt mit dieser kleinen, ja, Kombination es geschafft, quasi ohne ein Tempo zu verlieren, den Läufer nach G2 zu bringen. Ne? Aber der ist natürlich immer noch gefesselt hier. Ne? Allerdings ist er jetzt eben auch von dem Läufer gedeckt. Die Dame wäre also jetzt ein bisschen freier. Also nicht wundern, wenn das passiert, dass tatsächlich Schwarzspieler hier den Läufer nach H5 zurückziehen und den, ja, wenn man so will, einstellen. Ne? Hat aber hier unser Schwarzspieler nicht gespielt, hat geschlagen, zurückgeschlagen. Und jetzt ist C6 natürlich richtig, weil das hier ist. Ne? Und das ist jetzt auch eine Stellung, da sagt die Engine, ja, Weiß steht etwas besser, ne? Plus 0,3, plus 0,4, ist vielleicht nicht die Welt, aber der Prozentwert ist eigentlich ziemlich egal. Weiß hat ohne Zugeständnisse machen zu müssen das Läuferpaar. Ne? Das ist nicht viel, aber das ist was. Ne? Und Schach ist jetzt zunächst mal, wir haben ja auch gerade mal erst, wie viele Züge haben wir gespielt? Sieben Züge gespielt. Nee, fünf. Da, fünf Züge. Ja, wenn man nach fünf Züge schon mal das Läuferpaar hast, dann habt ihr schon mal was. Ne? B3 ist jetzt vielleicht nicht das Beste. Ne? Also vielleicht G4 kann man natürlich auch spielen. Ne? Und dann kann man vielleicht jetzt hier sogar Läufer G2 und sogar kurz Rochade spielen. Ne? Gut, ich habe jetzt gedacht, ich spiele das, E5. Springer C3 war offensichtlich gar nicht so schlecht. Und für E7 war offensichtlich nicht so gut. Lange Rochade. So, und jetzt haben wir das Motiv hier, ne? Hier die ungedeckte Dame. König B1 ist ein prophylaktischer Zug, weil man eben hier A2 decken will. D5 schlägt. Dame E5, sagt die Engine, nicht so prickelt. Gut, die Engine wollte jetzt das spielen. Ja, das führt dann hierzu. Und jetzt, das hat mir nicht gefallen, weil ich gedacht habe, jetzt stehe ich hier meinem eigenen G-Bauern im Weg, ne, und den will ich ja mit G4 vielleicht mal vorstoßen. Ja. Die Engine sagt trotzdem, Weiß steht bombig, weil man kann direkt den spielen, ne, um den vorzustoßen. Ah ja, und das geht wahrscheinlich nicht so gut wegen Läufer D3. Und dann droht es hier. Da muss man wahrscheinlich sogar schon Turm H6 spielen. Ja, Weiß steht besser, aber unbalanced. Ne? Sehr, very unbalanced position. Dass es so viel besser ist, hätte ich nicht gedacht. Ja, aber das kann man machen. Doch, ich habe mich jetzt hierfür entschieden. Und den hätte ich jetzt nicht so gut gefunden. Da hatte ich jetzt eigentlich das hier vor. Ja, okay. Und da sagt die Engine jetzt cold-blooded. Kurz rochieren. Oh, weiß ich nicht. E5. Ah, das ist schön. Was hätte ich jetzt übersehen? Was ist jetzt hier? Gibt es hier einen schönen Zug von Schwarz? Ne? Ich habe gedacht, ja, da muss er hier zurück, ne? Und dann spiele ich D4. Ne? Quatsch, da kann er gar nicht zurück. Da fällt er ja. Ne, müsste ja dann hierhin zurück. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, dann spiele ich D4. Ne? Und vielleicht gibt es sogar was Besseres. Ne, D4 findet die Engine auch gut. Aber wir haben uns doch, ich habe doch schon so viel erzählt über die Position der Damen hier, ne? Da habe ich vor allen Dingen gesagt, dass die hier ungedeckt ist. Aber guck mal hier. E5 und jetzt spielt Schwarz D4. Warum? Weil das nicht geht. Deswegen. Das ist doch geil, ne? Aber das ist doch cool. Das ist die Idee, nur andersrum, ne? Kann immer nach hinten losgehen. Ne? Das heißt, da muss tatsächlich der Springer hier ziehen. Naja, und wenn er hier hinzieht, ne, dann fällt ja hier ein Bauer.
Ja, ne, ist nicht so schlimm, weil man kriegt ja hier auch einen. Kann man spielen, aber hübscher und im Geiste der Taktiken scheint dann das jetzt zu sein, Springer B5. Weil jetzt wird das hier unterbrochen. Ja, aber der fällt doch. Ja gut, fällt aber der, ne? Und jetzt kann Weiß zumindest argumentieren, dass er etwas besser steht wegen des Läuferpaars und weil der vielleicht doch ein bisschen schwächer ist. Ne? Weiß man nicht so recht. Aber komm, Weiß spielen. Ist auf jeden Fall schön. Ja? Aber besser wäre es dann wahrscheinlich, dann jetzt den hier so wegzuziehen. Ja? Da steckt man den. Und dann bleibt es kompliziert. Ne? Hiernach würde ich sagen, bleibt es noch komplizierter. Geht da nicht sowas. Hätte ich jetzt gedacht, das geht vielleicht nicht wegen C5. Heißer. Und ob man das hier wirklich spielen will? Heißer. Unbalanced ist gar kein Ausdruck, würde ich sagen. Ne? Unbalanced ist gar kein Ausdruck. Und wenn Schwarz das dann so auflöst, dann haben wir hier aber sehr komische Bauern stehen, die sich überholt haben. Ne? Dann hat der weiße Bauer den schwarzen Bauern überholt und umgekehrt. Heavy, heavy, heavy. Ist es nicht so gekommen, weil der Gegner schon nach Dame F5 gesagt hat, da fällt mir nichts mehr zu ein. Und eine Zeit hat runterlaufen lassen. Ah, nicht so prickelnd gewesen. Was wäre denn hier das hier noch gegangen? Ja, dann wollte ich diese E4-Idee spielen. Ja. Und wenn er dann jetzt cold-blooded wegruchiert, dann schlägt man hier. Wenn er so schlägt. So schlägt. Achso, ja, nee. Das bringt gar nichts, denn dann verliert er einfach hier den Bauern. Und im Sinne der Kunst der Vereinfachung hat Weiß erstmal keine weiteren Probleme. Und einfach einen Bauern mehr, ne? Hat er doch, oder? 2-4-6, 2-4-5, ja, genau. Ja, und das Läuferpaar da auch noch. Kann man schön spielen. Ja, guten Vorabend. Havrul, du kommst gerade rechtzeitig zum. Nee, ja, eher nicht, ne? Zum Ende. Denn da sind wir jetzt mit der zweiten Partie soweit durch. Und eine dritte anzufangen macht mit Blick auf das Finale der Bundesliga keinen Sinn. Aber ich werde. Bin wild entschlossen, morgen wieder so, dann so gegen 1, ne? Zwischen 1 und 3 zu streamen. Und Montag müssen wir mal gucken. Nochmal den Hinweis an die Feuervögel oder die es werden wollen, ne, dass wir morgen um 17.30 Uhr ein kleines Schnellschachturnier hier auf chess.com machen, wo es auch ein paar Preise zu gewinnen gibt. Ne, einfach mal auf die Website gucken, entweder meine Moritex-Website, den Link seht ihr ja hier unten, oder direkt auf der Club-Webseite, die Feuervögel, der Club auf chess.com. Da ist der passende Link und auch was es zu gewinnen gibt, angepinnt, ne? Benannt, aufgelistet, was auch immer. Gut, das wäre es für heute gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ne? Bleibt gesund, spielt Schach. Ne? Der Samstag ist noch jung, Pfingsten ist ein langes Wochenende, da kann man noch viel Schach spielen. Und da muss ich noch gucken, dass ich irgendwie dann auch noch über die Tage die verlorenen Waiting-Punkte aus der ersten Partie wieder zurückkriege. Aber das ist das kleinere Problem. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und Tschüsschen für heute.